Tanne schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ja, am morgigen Tag ist Heiligabend. Viele kommen natürlich wieder in die Heimat nach Hause, um das Weihnachtsfest zu feiern. So auch Toni Janschke, der ja hier in der Lausitz zu Hause ist. Und zum fünften Mal haben wir heute erfahren, von der Chefärztin gibt's so ein Wiedersehen hier auf der Kinderstation im Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Eine Tradition, die du dir nicht nehmen lässt, ne? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Man hat's hier gesehen. Ich glaube, ihr habt's auch gesehen, wie die Kinderaugen strahlen, gerade die Kinder, die im Moment ein bisschen schwieriger haben, vielleicht durch eine Verletzung, durch eine Krankheit, und das ist, glaube ich, eine runde Sache. Mhm. Viele wissen ja auch, dass der Nachwuchs, auch der Fußballnachwuchs natürlich, dir besonders am Herzen liegt. Es gibt ja im Sommer immer dieses Toni Janschke Camp. Das ist eine Sache, die wird es wahrscheinlich auch so lange, wie du irgendwie kannst, hier weitergeben, oder? Ja, auf jeden Fall. So ist der Plan. Wir machen das jetzt wirklich mit einem guten Team seit insgesamt jetzt 9 Jahren. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Über 50 Kinder teilweise. Und ja, wenn man die Kinder dann auf dem Platz sieht, ist das immer wieder toll. Es ist ja so, dass du selber hier in Hoyerswerda das Fußball-ABC gelernt hast. Wir haben erfahren, mit 5 ging es los, dann 15, 16 der Weg nach Borussia Mönchengladbach, zuvor aber auch die Station in Dresden. Also das ist so diese Tippeltappeltour, die man machen muss, um dann irgendwann mal Bundesliga-Profi zu sein, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt das Paradebeispiel ist, aber so war mein Weg, und ja, der war zum Glück sehr erfolgreich. War 5 Jahre in Dresden unterwegs, dort auf dem Sportgymnasium, und habe mich dann mit 16 entschieden nach Gladbach. War hart am Anfang, sehr, sehr weit weg. Ich war auch nicht so gut in Erdkunde anscheinend. Ich habe nicht gedacht, dass das so weit weg liegt von der Heimat. Aber ja gut, das habe ich mir dann nur mal so ausgesucht, und wie gesagt, ist zum Glück von Erfolg geprägt. Aber die gut 700 Kilometer, die nimmst du ja immer wieder gerne mal in Kauf. Es ist ja auch so, es sind ja über 200 Bundesliga-Einsätze, die inzwischen ja sozusagen da auf der Agenda stehen. Im Moment Tabellenplatz 2. Ich habe vom Kollegen die Aufgabe bekommen zu fragen, immer wenn du gespielt hast, war der ja auch eigentlich recht erfolgreich, wenn du im Einsatz warst. Ja gut, das werde ich gleich mal eine SMS an den Trainer schicken, also habe ich es noch gar nicht gesehen. Es war eine gute Hinrunde für uns alle, für den ganzen Verein, für unsere Fans. 2. Platz hinter Leipzig mit ich glaube 35 Punkten insgesamt. Das ist schon eine sehr, sehr gute Hinrunde, aber gibt halt noch eine 2. Runde. Genau. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, gibt es denn vielleicht schon ganz vorsichtig erste Überlegungen, was denn mal nach der aktiven Karriere werden wird? Geht es vielleicht wieder in die Heimat? Bleibst du in Nordrhein-Westfalen? Was sind so Vorstellungen? Man überlegt ja sicherlich hier und da schon mal. Ja, gibt viele Vorstellungen. Erstmal noch ein bisschen weiter zu spielen, ist die erste Vorstellung. Und dann müssen wir einfach mal gucken, ob es mit dem Verein weitergeht. Ich bin jetzt so lange da, ob man da was findet, wo beide Seiten profitieren von. Oder ob ich dann wieder in die Heimat komme, das müssen wir dann mal abwarten. Wie gesagt, da habe ich hoffentlich noch ein paar gute Jahre davor. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und wünschen uns natürlich, dass auch weiter der Kontakt zur Heimat durch solche Aktionen wie hier zum Beispiel oder eben im Sommer mit dem Nachwuchs-Fußballcamp erhalten bleiben. Danke und ein schönes Weihnachtsfest. Ebenfalls, danke.